Am 13. Mai 2022 entscheidet der Bundestag, ob die Rentenerhöhung zum 1.7. diesen Jahres kommen wird oder nicht. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Am 13. Mai 2022 ab 9 Uhr vormittags berät der Bundestag über zwei wichtige Gesetzesvorhaben, die die Bundesregierung im März 2022 beschlossen hat. Zum einen über die Rentenanpassung zum 1.7.2022 und zum anderen über die pauschale Zuschlagsregelung bis 7,5% mehr Rente für Bestands-EM-Rentner. Konkret geht es am 13. Mai um den Gesetzesentwurf zur Rentenanpassung 2020 und zur Verbesserung von Leistungen für den Erwerbsminderungsrentenbestand. Das kurz gefasst sogenannte Rentenanpassungs- und Erwerbsminderungsrentenbestandsverbesserungsgesetz. Ab 9 Uhr können Sie sogar live in 70-minütiger Debatte mitverfolgen, wie der Bundestag über beide Gesetzesvorhaben entscheiden wird. Zum 1.7.2022 sollen die Renten im Westen um 5,35% und im Osten um 6,12% steigen. Weiterhin wird im Bundestag über die pauschale Zuschlagsregelung für Erwerbsminderungsrentnerinnen und Rentner, die nach dem 31.12.2000 und vor dem 1. Januar 2019 eine EM-Rente erhalten haben. Dieser Zuschlag kann bis zu 7,5% mehr an Rente ab dem 1.7.2024 bringen. Wir haben davon schon berichtet. Bei Interesse nutzen Sie einfach die Live-Debatte über www.bundestag.de. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Und nicht vergessen, bald kommen die neuen Rentenbescheide wegen der Rentenerhöhung 2022. Wir empfehlen, prüfen und nachrechnen, ob die Rentenerhöhung bei Ihnen korrekt erfolgt ist. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.